Hallöchen meine Freunde, damit herzlich willkommen wieder zurück zu LS17 Force Projekt auf unserer russischen Karte. Weiterhin beim Bäume auszählen, zusammen mit dem Werner. Guten Tag und dem Randy. Ja, geht's weiter oder was? Geht weiter. Wir haben gestern den Stand gehabt. Der Kollege Sachsen-Player hat 43 Bäume gesägt und mein einer war bei 23. Das heißt, Randy hat einen guten Vorsprung. Wir waren aber nicht ganz fertig, deswegen machen wir das hier heute fertig. Genau, kannst auch schon wieder plus 1 bei mir schreiben. Wunderbar, dann mache ich hier 43 plus 1. Dann sehe ich hier noch einige. Also für die Leute, die es nicht gewusst haben oder nicht die andere Folge geguckt haben, Bäume, die mit einem X markiert sind, die wurden von mir gefällt. Und die Bäume, wo kein X drauf ist, die wurden vom Kollegen Sachsen-Player gefällt. Und jetzt machen wir das so: die ausgezählt sind, werden entastet und wird mitgeschrieben von mir. Dann am Ende des Tages werden wir eine Summe haben und der Verlierer bekommt dann dementsprechend eine Strafe, ne? Ja, das ist richtig. So. Da komme ich heruntergesaust, das ist glaube ich meiner. Und ja, lass die Hälfte dran stehen. Dann mache ich hier noch ein. Achso, das sind 45 voll, das ist jetzt Nummer 46 jetzt für dich. Das ist auch deiner, die Nummer 47. Zack. So. Okay. Wir haben da drüben prominent irgendwo einen liegen lassen. Siehst du das da hinten? Wenn du in die Richtung guckst, wie ich gucke, da liegt noch einer. Mhm. Ja, wir haben auch schon mal noch den hier. Meiner? Sieht so aus, ja. Ja. Bitte noch einen dazu. Dann der Nachbar davon wird auch deiner sein. Jo, ist auch deiner, gebe ich dir noch einen dazu. Liegt sogar noch einer quer, den gibt es auch noch für mich oben drauf. Ja. Das heißt, zack, zack, du bist jetzt auf 50. Mhm. Ja. Guck mal, da liegt ja auch noch einer, ne Mann. Hier liegt auch ein kleiner, guck an. Nochmal 51 für dich. Oh, hier drüben geht's gleich weiter. Ich hoffe nicht, was nochmal so Mikado kommt. Noch einer für mich. Einer für dich. Oh doch, das ist Mikado. Eieiei. Wo ist der andere? Ich glaube, der muss bei dir irgendwo sein. Ja, ich habe auch noch einen dicken, da mache ich noch einen drauf. Wenn ich jetzt von oben oder? Ja, ist egal. Ja, ich bräuchte dich mal, weil ich sehe den hier unten nicht weitergehen. Servus. So. Da hängt noch einer drin, oder? Also den hast du jetzt schon. Ich geh mal kurz hier rüber. Oh, mal da keine Spirenzchen hier. Genau. Ach, sogar noch einer, ne? Ja, hier ist noch ein langer. Ich hab ihn quer, du hast einen langen und es ist noch ein langer, genau. Genau, dann mach ich dir noch einen dazu und mach erstmal den langen nackig. Mach du weiter. Nee, okay. mach. So. Okay, da hab ich noch was. Das ist schon, sehr gut. Dann haben wir hier natürlich direkt am Bauzaun einen für mich. Jawohl. 55, wenn ich richtig recht. Und noch einer. Noch einer. So, dann haben wir jetzt hier noch einen. Das ist ein X, ne? Doch, das ist ein X! Ah, guck an, das sind die noch vier. Gut, dann ist jetzt die Nummer 24, yay! So, das ist nur ein Querschläger, den machen wir weg hier. So, da ist ja ganz prominent hier noch einer. Da ist auch nichts dran. Da ist auch nichts dran. Guck an. Guck an. Geht voran hier, sagt dir das. Da hinten ist noch einer. Ich glaube, ja, das war ja der, den ich gesägt habe und du dann markiert hast. Aber der zählt für dich. Der zählt für dich. Okay, gut. 26 für mich. Also eine Sprühdose, so jetzt liegt da oben auf dem Berg noch irgendwas, wenn ich das richtig gesehen habe. Oh, jetzt geht das richtig los, Randy. Ja, genau. Da ist nichts mehr, da können wir Wohnblöcke aufstellen da hinten. So. So, ich habe hier mal einen für mich eindeutig. Der ja auch noch einer, wenn es jetzt nicht der ist, den du schon gezählt hast. Echt, der geht von mir quer nach unten. Ja, gerne, Mann, der geht Richtung Luft. So. Dann habe ich noch einen für dich. Noch einen für mich, yes.
Oh, hier sieht's aus. Dann haben wir hier noch einen für mich. 30 voll jetzt. Noch einen für dich. Noch einen für mich, 31. Jo, noch einen für mich, 32. Und noch einen für dich. 33. Brauche ich noch eine weitere Hand, ey. Zack. Auch erledigt. Auch erledigt. Das hier. Jo, ist ein weiterer für mich, 34. Okay, dann gucken wir nochmal weiter, was hier nichts. Muss ich ungefähr wissen, wo du warst. Ja, das ist, was macht man mit dem hier? Mit wem? Ja, ist nix dran. Ja, zählt. Ist nix dran, ja, ja, der ist halt nicht umgefallen, ne? Zählt. 35. Ja. Warte. Hält er nicht um, weißt du? Hä? Wow. Ja, glaub, das war's, Randy. Was? Los? Jetzt nicht. Ich guck mal an die Lüfte. Hier keine mehr. So viel kann ich gar nicht mehr aufholen. Das ist wirklich halt. Auch nicht geschnitten. Ich glaube, das muss gewesen sein. Ja, sieht's mit denen hier aus? Weil die stehen halt so prominent da. Kann es sein, angesägt nicht umgefallen, oder ist auch kein X dran? Ja. Hier ist auch kein X dran. Mach mal einen krasser Schluss. Ja. 45, 50, 55 für den Randy. 25, 30, 35. Du hast 20 Bäume mehr gefällt. 20 Bäume? Aber ist trotzdem so knapp, hätte ich jetzt nicht gedacht. Was? Wow, was soll denn das heißen? Ja, also ich hatte halt gedacht, naja, wo du schon sagtest, du, bei dir hast du übelst alleine, habe ich mir gedacht, du kommst vielleicht, also keine Ahnung, da liegen 50 Bäume Unterschied dazwischen. Okay, so, wir schreiben das ganz offiziell nochmal rein. Randy. Anna, 35. So, damit jeder gesehen hat. Mhm. Gut, dann können wir jetzt Feier machen, oder wie war das? Okay, jetzt geht das die richtige Scheißarbeit los. Wenn du das hier von hier oben anguckst, dann. Das sieht. Naja. Kahlschlag, würde ich sagen. Oh. Der Borkenkäfer, ne? So ungefähr. Alter Schwede, sieht's. Wer räumt denn das alles auf? Alter, ja, Verlierer, ne? Schlimmer Verlierer. Ach du Schande. Ja, gut, deine erste Aufgabe. Ja, obwohl, Moment. Jetzt kommst. Wir machen das nochmal schlauer. Ne? Also das erste habe ich jetzt gewonnen. So. Ja. Gut, dafür ist jetzt so, was jetzt für eine Strafe im Endeffekt. Ist jetzt natürlich nicht so da. Aber was ist, wenn wir jetzt so sagen, wir haben doch zwei Seilwinden? Ja, wobei wir die, glaube ich, nicht parallel benutzen können. Weiß ich nicht. War das nicht mit genug Abstand? Abstand geht's auf alle Fälle, ja. Okay. Dass man jetzt so sagt, wir ziehen die an den Hotspot eben. Ja. Ne, und wer dann halt den meisten dort halt dann hingebracht hat auf seinen Haufen, obwohl wir jetzt den Platz da genau definieren müssen, das hat dann halt erstmal das zweite gewonnen. Mit der Bestrafung können wir ja dann dementsprechend noch später machen. Können wir machen, nur müssen wir uns jetzt festlegen, wo die Hotspots sind. Weil ich mir deinen Kahlschlag angucke, das ist ja fast schon ein Haufen, weißt du? Ja. So ungefähr ist es. Ha. Ja, irgendwo hier unten, warte mal. Zumal ja ließen ja noch welche rum, die mit der Sache gar nichts zu tun haben, ne? Ja, ist richtig, ja. Ey, das war der erste, also, der hier gefallen, Play. Wir immer. Können das so machen. Du kannst ganz hinten, wo du wirklich angefangen hast, ganz hinten anfangen. Ja. Einen Haufen zu machen und ich muss auf der direkt ganz anderen Seite, damit wir wirklich den Abstand haben. Ach so, wegen, ja, stimmt. Den Abstand, den muss man ja unbedingt einhalten. Also kannst wirklich da, wo Bäume noch stehen, da glaube ich, kannst du so ein Häufchen machen. Kannst du nicht so ein bisschen mit von mir so mit Absperrband das markieren? Wo du denkst, wo du jetzt hast und wo ich hin soll? Dafür haben wir das ganze Borkenkolumbe. Warte mal, ich mach's jetzt nicht ganz sagen. Ja, hier ist einiger. Warte mal.
Ah, wie mache ich denn das am besten? Was mache ich denn dahin? Komm, das heißt, kostet 100. Das ist... und zwar, Warte. Ich würde sagen, du machst das hier. Siehst du das? Warte. Ich bin gerade jetzt hier. In 1KFZ. Und? Ja. Ja, okay, das hier, weißt du? So, Ach, hier ist eine Verkaufsstelle oder was? Ne, ist irgend so ein Schild, keine Ahnung, was das ist. Ja. Naja, da kommt der Trigger unten drunter, das ist eigentlich eine Verkaufsstelle, ha? Also hier so hin, oder? Also hier so, oder was? Hier so hin und ich mache mir ganz direkt an der anderen Seite, weil, wie gesagt, Abstand müssen wir halt einhalten. Ja, ist richtig. Warte, ich guck mal, damit ich das mit was gleich. Also ich habe jetzt nicht den höchsten Punkt bitte genommen, aber auch nicht den niedrigen, sondern irgendwas in der Mitte. Ha. Weil ich glaube, halt hochziehen dauert halt auch länger. So, das misst jetzt eigentlich schon genug ab. Ich würde, also wenn es dir recht ist, würde ich es irgendwo hier machen. Wo bist du da jetzt? Hinten irgendwo mitten im Nirgendwo? Ja. Oder mache ich mal kurz aufmachen. Werner? Werner? Ach ja, du warst gerade auf der Karte nicht zu sehen, weil du im Shop warst oder wie? Nee, ach da bist du. Das ist jetzt nicht der niedrigste Punkt, aber auch nicht der höchste Punkt, also so irgendwie in der Mitte. Ja, ne, solange die. Naja, du musst immer darauf fahren, dass sie halt nicht so halbwegs, naja, also nicht wieder komplett runterrollen, das muss halt so bedenken. Ja, eben. Aber wenn du das so möchtest. Ja, wäre halt so ein bisschen Abstand. Ja. Ich hoffe nur, dass es funktioniert, ne? Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber das werden wir gleich sehen. Welches Kfz nimmst du? Soll ich den Unimog nehmen? Ja, ich überlege. Also den mit dem Kranaufbau oder was? Ich überlege halt gerade der Unim. Nee, hat der Unimog eine Seilwinde selbst dran, ja? Ja, hinten, ja. Ah, den Nest geht. Nee, ja, aber wie aktivierst du das? Weil ich bin da jetzt gerade drinne, befestigen mit B, lösen mit B, hier abladen, also steig gerne mal ein, aber wie aktivierst du das gleich nochmal? Weil ich habe nämlich auch gerade im HUD, mal kurz hier diesen Able Mod wieder aus, hab nämlich auch hier im HUD in den Unimog selbst, jetzt nicht so wirklich. Ah, die Seilwinde liegt hier noch, Randy, für dich. Ach, die musst du dran machen, ach ja. Die musst du dran machen. Bei dem anderen mit dem Kran war sie schon eingebaut. Ah, ich meine, wir können auch kein Fahrzeug tauschen, wenn das irgendwie ein Handicap sein sollte. Nö. Hat es ja auch ein Handicap. Aber ich glaube ja, das größere Handicap wird sein, die Seilwinde an die Kiste dran zu kriegen. Weil die so schön nach unten liegt. So umgefallen und nicht abgehört, wirst du? Achso, ja, gut. Oh ja. Ich könnte das gerne mal testen jetzt. Ich weiß nicht genau, ob es funktioniert, aber mein Gott, wenn nicht, dann machen wir halt was anderes. Das verstehe ich. Soll ich die mit dem Frontrad ein bisschen aufziehen, oder? Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt, weil die ist da so, wie sie ist. Kaum schon eine Fortschritt 3 wird ja laut. Ja. Sehr schön. Das Holz, den ich ummalt. Mach das Ding aus, ohne Witze. Das war jetzt so hier, Unimog Type Seilwinde anschalten. Ja, genau. Ja, ich geh einfach mal kurz zu meinem Punkt. Ja, ich stelle mich mal zu meinem Punkt hin. Und da müssen wir mal gucken. Das geht. Aber theoretisch. Die Frage ist halt, wäre es klug, die gleich zu schneiden, aber ich glaube nicht, oder? Nee. Weil dann sitzt eigentlich die ja wirklich. Nicht. Dann sitzt die ja wirklich erzählt dort. Frage ist halt was. Ah gut, das kann aber jeder für sich entscheiden, Randy, ne? Was? Ob besser ist zu ziehen oder mit dem Schild zu schieben. Ach so. Ja. Warte mal, ich mach schon mal kurz hier dran. Warte mal. Warte, ich mach hier auch mal dran, dann sehen wir, ob der Abstand passt. Also, mal das angucken, oder? Nochmal B. Nochmal B. Die hab ich jetzt dran, die hab ich dran. Weiß ich, hab meine dran. Ich hab auch jetzt mal was dran. Scheint ja. Bei mir backt's nicht, wenn es bei dir auch nicht backt. Ich kann mich jetzt so nicht beklagen. Lass mich kurz ganz kurz ziehen.
Bei mir läuft alles. Bei dir läuft alles. Denke ich jetzt erst. Ja, müsste passen. Oh, theoretisch, ja. Ja gut, also wissen wir ja, was wir in der nächsten Folge machen. Das ist richtig. Wer hat angefangen, du oder ich? Ich. Freunde, Däumchen da lassen nicht vergessen. Bei Werner natürlich vorbeischauen. Ja, und dann bis in den nächsten Bart. Tschüdelü. Tschüdelü.